Willkommen zu einem Projekt namens Plants vs. Zombies 2. Ich habe natürlich richtig groß Lust darauf, hier Pflanzen gegen Zombies zu spielen. Und darauf geht es jetzt los. Pop-Up Games präsentiert Plants vs. Zombies 2. Möchtest du die Grundlagen von Plants vs. Zombies durchspielen? Nein, ich möchte lieber überspringen. Das kenne ich ja nämlich seit dem ersten. Hey Nachbar! Kann ich dir die scharfe Soße borgen? Ich warte hier schon ewig mit diesem Taco. Oh, das war unglaublich. Ich will den Taco noch einmal essen. Wo ist meine Zeitmaschine? Das ist Penny und ich bin Debbie Dave. Aber du kannst mich Debbie Dave nennen. Endlich ein anderer Benutzer, der meine Anfragen bearbeiten kann. Ich nehme an, Dave will in die Vergangenheit reisen, um seinen Taco zu essen. Mal wieder. Sie ist echt schlau. Und jetzt los, ich will meinen Taco. Ach, Debbie Dave, du lernst nie was. Willkommen im alten Ägypten. Ihr Taco wird in voraussichtlich 4500 Jahren fertig sein, mehr oder weniger. Das stinkt doch zum Himmel. Ich bin sicher, dass mein Taco hier irgendwo ist, aber zuerst, denn zu Pflanzen sind sie da. Okay. Diese Pflanze sieht hungrig aus. Wenn du ihr doch nur etwas geben könntest. Spezialdünger ist reich und an Vitaminen und Mineralstoffen. Die Grundbestandteil eines jeden guten Frühstücks. Ah, okay. Die Spezialdünger braucht man ja, um stärker zu werden. Ob die Pflanzendünger wohl auch für andere Pflanzen funktioniert? Aber sicher doch. Okay, es geht direkt in den ersten Welt, in das alte Ägypten. Voller Pharaonen und Zombie-Mumien. Komm schon. Ne, gib mir die Sonne. Oh oh, oh oh, oh oh. Das war knapp. Ah, und bei dem Walnuss, wenn man die Spezialdünger benutzt, wird das zu einer eisenhafte Walnuss. Oh, die letzte Welle schon? Jetzt ist mir ein bisschen größer erwartet, aber wir gewinnen. Achso, und hier ist ein Zombie, der klaut Sonnen. Und wir haben es geschafft.
Und wir kriegen eine Weltenkarte. Oder? Karte des Raumzeit-Dingsbums. Eine uralte Pergamentlandkarte von komischer Bedeutung. Komischer Bedeutung. Och, Debbie Dave. Gute Neuigkeiten. Penny hat eine Karte zu meinem Taco gefunden. Nein, das ist nur eine Raumzeitkarte der Welten, die wir erkunden könnten. Mumien und Piraten und Cowboys. Junge, Junge. Irgendwie sollten wir schon auf dem Weg zu deiner anderen Welt finden. Aber für den Anfang geht es aber ins alte Ägypten. Richtig. Und da gibt es auch solche schönen Pflanzen zum Kämpfen. Na, das sieht doch wie die Karte zu meinem Taco aus. Um genau zu sein, ist das eine Weltkarte, die uns zu neuen Pflanzen führt und uns hilft. Benutzer Dave, es gibt wichtige Dinge als... Los, suchen wir meinen Taco. Och Mann, Debbie Dave. Och Mann. Okay, direkt jetzt ins nächste Level. Ich habe etwas Kleingeld gefunden. Endlich wirst du vernünftig, Penny. Hey, Nachbar, etwas Knete für dich. Warum? Weil ich verrückt bin. Okay. Achso, die Spezialdinger, wenn man das kauft, ihr kostet jetzt 1000 Münzen. Uiuiui. Scheiße, es sind drei, da kommen schon drei Zombies. Also genau gesagt, Mumien-Zombies. Oh oh. Wir müssen jetzt gut bewaffnet sein. Schnell Sonnen. Gott, eine Walnuss und die Erbsenkanone. Sandsturm? Das kommt noch mehr. Okay, die letzte Welle kommt jetzt. Jemand mit einem Kohl. Dann fast alle Zombies getroffen. Holla die Waldfee. Und wir haben es geschafft. Und wir kriegen dazu, eine Blume. Eine entzückende Blume. Ein Blumerang. Ah, okay. Oh, was willst du wieder? Guck mal, Penny, über meinem Kopf. Es ist der Reiseklotz. Was sagst du, Reiseklotz? Du bietest Rat, Fortschritt und Belohnungen? Dieser Klotz spricht nicht wirklich, Benutzer Dave. Danke, Reiseklotz, was immer du sagst. Ach, du lernst nie was. Oh Mann. Schließe Tag 3 in Ägypten ab. Okay. Reiseplatz, der bietet wirklich jetzt so ein paar Belohnungen.
Guck mal, zwei Blumerangs. Die sehen absolut gleich aus. In der Tat, Benutzer Dave. Aber sie sind es nicht. Der untere Blumerang ist auf der höchsten Stufe. Der hat echt Durchschlagskraft. Seht zu. Oh, und es sind keine Sonnen erforderlich. Die Pflanzen kommen per Sonderlieferung. Ach so, okay. Okay, mit Blumerang. Okay, der Blumerang verschießt hier Boomerangs. Das verdankt nämlich die Blume namens Blumerang. Oh, Walnuss. Bitte, Blumerang, bitte, ich brauch Blumerang. Jawohl. Oh Gott, oh Gott, 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 Gott. Das war knapp. Was? Schon die letzte Welle? Das wird jetzt kurz. Die Welle. Es war zwar kurz, aber wir haben ja den Blumerang. So, ich hab ja so. Oh, was haben wir denn hier? Gewinne Weltschlüssel. Okay. Mission erfüllt. Schließe Tag 3 in Ägypten ab. Und wir kriegen dazu einen Pinata? Besuche den Reiseklotz, um die Belohnung für den Auftrag einzulösen. Ja, es ist ein Pinata. Öffnen wir mal. Oha, 10.000 Münzen. Jawohl. Ein Walnuss. Level up. Eine Erbsenkanone. Level up. Und das war's dann. Weißt du, was praktisch wäre? Wenn man irgendwo mehr Pflanzen und Zombies lesen könnte. Meinst du so was wie das interaktive Lexikon? Nee, das würde nie funktionieren. Doch, es gibt nämlich den Lexikon. Nimm die gewonnene Samenpäckchen und verbessere deine Pflanzen. Okay. Levelaufstieg. Sein Schaden wird 4,5, Ausdauer 350 und Schaden 25. Tippe auf mehr finden, mehr um zu schauen, wo du weitere Samenpäckchen, die jede Pflanze finden kannst. Okay. Schau im Lexikon nach, um deine Pflanzen zu verbessern. Ja, aber es gibt jetzt aber noch eine Pflanze, die auch mal verbessern kann. Und zwar den Walnuss. Der Ausdauer wird von 4.500 erhöht. Ja, sehr gut. So, wo wir jetzt stehen geblieben sind, ist hier. Du hast einige Power-Ups. Ich zeige dir, wie du sie benutzt. Ja, und jetzt können wir auch das Siegel brechen. Zeit durchzudrehen. Power-Schnee. Okay. Powerwolf.
Ach so, da? Da muss man hier wegschmeißen. Boom. Und Power-Stromstoß. Aua, das könnte wehtun. Oh Gott, 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 Gott. Ich bin eher von rausschmeißen zuständig. Letzte Welle. Und noch als letztes den Schneeball. Bam! Jawohl! Und wir kriegen eine Pflanze. Frag mich, was das für eine Pflanze ist. Eisbergsalat. Friert Zombies ein und die auf ihn treten und löscht Flammen. Oha. Das hört sich sehr gut an. Wie viel Zeit haben wir schon? Oh, ein bisschen schon. Du willst mehr Pinatas öffnen? Schau im Laden vorbei. Okay. Möglicherweise erhältst du Pinata aus dem alten Ägypten, das wonach wir suchen. Nimm diese Edelsteine und kauf's eine. Okay. Los geht's. 100 Münzen. 4 Erfahrungen für die Erbsenkanone. Oha. Doppelsonnenblume. Ich werde es mal für den hier. Weil es ist nämlich meine Lieblingspflanze drin. Und dann noch die hier. Das gibt es dann aber später zu finden. Okay, lass uns noch ein. Oh, scheiße, jetzt. Scheiße, jetzt habe ich mich verdrückt. Scheiße, jetzt habe ich mich verdrückt. Okay, wir müssen jetzt noch ein Level machen und dann höre ich einen Part auf und dann mache ich gleich den nächsten Part. So, wir nehmen das und das. Los geht's. Wenn du Power abbenutzen willst, kannst du es mit Münzen kaufen. Tippe einfach auf das Dingsbums da unten und du bist im Geschäft. Danke für den Tipp, Debbie Dave. Okay, den Eisbergsalat haben wir hier auch. Oha! Hier wird es nämlich eingefroren. Oh, Eisbergsalat ist jetzt schon weg. Schade. Aber ich habe so lange noch gar keinen Plants vs. Zombies gespielt. Aber es wird langsam Zeit, das zu spielen. Oh Gott, 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 schnell!
Oh shit, oh shit, oh shit, 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 shit. Nein! Er hat meine Pflanze verputzt. Er hat meine Pflanze verputzt. Nein, 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 bitte, 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 bitte. Oh, das wird knapp. Komm schon. Hau sie. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Oh, das war purer Glück. Du kannst mich nicht besiegen. Noch nicht. Okay, letzte Welle. Nein, das ist meine Sonne. Los, 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 bis ich ihn. Jawoll! Oh, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Was ist denn das denn? Mein Gürtelübersetzer sagt mir an, dass diese Zombies einen Plan haben. Ist das ein Hirnkrell? Bäh. Die Zombies wissen ja, die will hier die, also die Gehirne essen. Oh, sind wir, was? Seid gegrüßt, Reisende! Es wurden Spezialkuriere entsandt, um ihre Gehirne abzuholen. Bitte haltet die unterzeichnenden Freigabeformulare bereit. Hochachtungsvoll, Dr. Edgar Zombies. Cool, der Herr Boss wird dein Autogramm. Das kann nicht gut halten. Das kann nicht gut sein. Überlebe den gewaltigen Angriff im alten Ägypten. Aber ich muss kurz mal beenden. Weil hoffentlich sehen wir uns dann bald wieder im Plants vs. Zombies 2. Macht euch einen Like da, kostenlosen Abo, wenn ihr könnt. Und wir sehen uns bald wieder.